Yo Freunde des Clickbaits, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht's um den Fortnite-YouTuber Cymex und er hat es endlich geschafft mit seinem neuen Video. Junge hat 10-0 Rona und wird sterben, in die deutschen Trends zu starten. Noch gestern hat Cymex seinen Erfolg mit dieser Instagram-Story gefeiert. Neues Video, Platz 1 in den Trends. Ja! Auch ich habe mir dieses Video angeguckt und habe ein ganz seltsames Gefühl in der Magengegend bekommen. Und zwar ungefähr hier. Aber das soll uns nicht davon abhalten, im Thema zu bleiben. Hier sind die Top-Suchergebnisse. Danke Google, genau das wollte ich jetzt auch wissen. Zusammengefasst geht es in diesem Video darum, dass Cymex eine Nachricht bekommen hat auf Instagram von einem Fan, der geschrieben hat, dass er an Corona leidet und sterben wird. Und sein letzter Wunsch ist es, dass Cymex mit ihm noch einmal spielt. Und Cymex der Heilige erfüllt ihm natürlich diesen Wunsch. Cymex und der Zuschauer quatschen sich aus, zocken eine Runde und dabei stellt sich dann hinterher heraus, dass sein Fanboy doch nicht krank ist und ihn einfach hops genommen hat. Mal abgesehen davon, dass dieser Prank so schlecht aufgelöst wird, ist es wirklich widerwärtig, wie Cymex hier versucht, auf Krampf und auf so eklige Schiene seine Reichweite zu vergrößern und Kohle aus dieser ganzen Sache zu schöpfen. Das ganze Video ist durchgeskriptet von vorne bis hinten und das merkt man ganz besonders an Stellen, wo Cymex etwas sagt und dann eigentlich die Antwort von seinem Fanboy folgen sollte. Dazwischen ist aber meistens ein Cut von mehreren Sekunden. Hier liegt die Vermutung nahe, dass Cymex genaue Anweisungen gibt, was sein Fanboy denn sagen soll, damit das Ganze seinem Skript entspricht. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass im Titel ja das Wort Prank drin steht. Und dementsprechend ist es doch wohl eher zu erwarten, dass es gefaked ist und nicht der Wahrheit entspricht. Allerdings hat Cymex wohl erkannt, dass dieses Video noch heftige Reaktionen hervorruft, wie der Kernreaktor in Fukushima. Aus Angst vor einem Shitstorm hat er nicht nur die Kommentarfunktion in seinem Video deaktiviert, nein, er hat auch noch das Wort Prank in den Titel gehauen, damit er noch in irgendeiner Art und Weise seinen kleinen Hintern aus der Affäre ziehen kann. Wie man auf dem Bild unschwer erkennen kann, trug sein Video nämlich nicht von Anfang an das Wort Prank. Insgesamt ist das Video so schlecht gefaked, dass er selbst Leon Mascher in den Schatten stellt. Er hat sich ja noch nicht mal die Mühe gemacht, herauszufinden, welche Vorerkrankungen dafür sorgen, dass man als Risikogruppe eingestuft wird. So sagt sein Fakeboy, dass er Asthma hat und kurz davor wurde bei ihm Corona diagnostiziert. Ich habe mir allerdings eine Minute Zeit dafür genommen und habe auf der Seite Lungenärzte im Netz herausgefunden, dass gut eingestellte Asthmatiker nicht stärker gefährdet sind als gesunde Menschen. Sprich, er gehört gar nicht zur Risikogruppe und labert in seinem Video nur Bullshit. Man merkt einfach an dieser Stelle, dass er sich irgendeine Krankheit aus der Nase gezogen hat, die irgendwas mit der Lunge zu tun hat, nur damit er etwas für sein Video hat. Und ich muss sagen, nachdem ich dieses Video gesehen habe, möchte ich einfach nur noch kotzen. Stand jetzt sind weltweit über 10.000 Menschen an dieser Krankheit gestorben. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Und dann kommt ein dummer Fortnite-YouTuber, der nichts anderes im Sinn hat, als Kapital aus dieser ganzen Geschichte zu schlagen. Ich meine, es gibt schon genug Videos über das Thema, ja, die auch daraus Geld schlagen wollen. Aber dann geh doch nicht diese ekelhafte Schiene ein, dass du dieses Thema rund um den Tod mit dort einbindest. Das ist einfach komplett widerlich, Mann. Und wer selbst das O in dem Wort Corona austauscht gegen ein Null, damit der Algorithmus dieses Video nicht demonetarisiert, ist einfach komplett wack. Und der absolute Höhepunkt der Dummheit ist wirklich die Stelle, an dem er seinem Fakeboy das Angebot macht, dass er ihn besuchen kommt. Junge, lebst du hinterm Mond oder was? Kriegst du nicht mit, dass Leute, die erkrankt sind, in Quarantäne gehen müssen? Diesen Personen ist jeglicher direkte soziale Kontakt untersagt, damit sich diese Krankheit nicht weiter ausbreitet. Und du, ja klar, ich ziehe mir einen Astronautenanzug an und gehe dran vorbei. Sicher, Hauptsache ich bin bei dir, Mann. Junge, das kann man sich einfach nicht ausmalen, Alter. Wie dumm kann man nur sein? Oh oh. Und an dieser Stelle merkt man wirklich, dass Cymex den Hals nicht voll kriegt. Junge, dein Kanal läuft doch schon gut. Du hast wirklich viele Klicks gehabt, du hast super Bewertungen gehabt. Warum rutschst du also auf diese niveaulose Scheiße ab und versuchst daraus Profit zu schlagen? Falls ihr mehr über diese Themen wissen wollt, schaut auch bei meinem Kollegen Dude mit der Maske vorbei oder bei Mighty oder wer auch immer noch dazukommt. Ansonsten würde ich mich über ein Like oder Dislike oder ein Abo freuen. Haut rein, ciao!